Wir stehen hier am Oskar-Kokoschka-Platz Nummer 2. Das ist direkt hier vor der angewandten Hauptgebäude, Haupteingang. Der Platz verbindet unsere drei Gebäude. Die Postsparkasse hinter mir und das dritte Gebäude vor uns. Wir belegen während des angewandten Festivals diesen Ort und wollen hier alternative Nutzungen zeigen. Wir wollen diesen Ort als Begegnungsstätte verstehen, wo meine Studentinnen und Studenten zusammen mit den Werkstätten hier am Angewandten haben eine Vision entwickelt, wie man aus gebrauchten Solarpanelen eine Art zweites Dach über diesen Platz baut. Und aus diesem Grund haben wir eine Installation ins Leben gerufen, die den Oskar-Kokoschka-Platz mit 36 gebrauchten Solarpanelen überdeckt und die wir dazu benutzen, Schatten zu spenden, Raum für Begegnungen zu ermöglichen und gleichzeitig auch Energie erzeugen. Wir Mitteleuropäerinnen verbrauchen derzeit zwischen 7 und 10 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist viel zu viel, wenn wir nicht in absehbarer Zeit das Klima vollkommen ruinieren wollen. Und das heißt, wir müssen als Industriedesigner eine Vision arbeiten, wie ein Leben in unseren Städten, in unseren Gesellschaften mit deutlich weniger CO2 auch Spaß machen kann. Die drei Gebäude ergeben so etwas wie ein Raumgefüge und sie gruppieren sich um den Oskar-Kokoschka-Platz. Und diesen Platz begreifen wir gewissermaßen als Campus. Für den Zeitraum des Festivals, also 4 Tage im Jahr, sperren wir den Oskar-Kokoschka-Platz für den Verkehr und nehmen damit auch Raum. Raum für uns, aber auch für die Bevölkerung und wollen den Platz, der normalerweise nicht als Platz wahrgenommen wird, sondern eigentlich nur als Straße für die Autos fungiert, den transformieren wir für diese Zeit, um auch herauszufinden, was der Platz braucht, um ein Platz zu sein, um als Platz wahrgenommen zu werden. Und wir verstehen ihn schon auch als politischen Vorplatz einer Universität. Und beim Festival befragen wir ihn sozusagen auch auf unterschiedliche Qualitäten und Funktionen, die er übernehmen kann. Hallo. Die Angewandte verfügt über eine Vielzahl von Werkstätten. Das sind sehr, sehr spannende Orte, die für die Studierenden aller Abteilungen zur Verfügung stehen, wo ganz spezifische Handwerksformen gelehrt werden, aber auch experimentell damit umgegangen wird. Dazu gehört die Keramikwerkstätte, aber auch das Robotikstudio. Es gehört die digitale Fotografie dazu, das Coding Lab. Also der Werkstättenbegriff erweitert sich auch und geht über die gängigen Studios hinaus. Aber das bildet einen ganz zentralen Punkt und auch die Werkstätten machen Programme, die sie im Festival anbieten. Historisch gesehen ist natürlich die Rolle der Werkstätten eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, dass diese Rolle gerade in einem Wandel ist. Dass jetzt große Lust da ist, auch zu zeigen, von wo die Qualität, diese Qualität der künstlerischen Arbeit zum Teil auch herkommt. Es ist so, dass wir am Anfang des Semesters natürlich erschüttert von den Ereignissen, von den politischen Ereignissen mit dem Krieg in der Ukraine, ich komme ursprünglich aus Russland, irgendwie nicht so weitermachen konnten wie bisher. Und wir sind dann auf die Idee des Gastmahls gekommen. Wir haben gesagt, wir wollen eine Geschichte ohne Helden. Wir wollen etwas machen, wo wir Sinnlichkeit hervorzaubern, wo wir Gemeinschaft suggerieren. Und dann ist diese Idee mit dem Brot gekommen. Und diese Brotskulptur haben wir auch geknetet aus Ton, geknetet, zusammengebaut, gemeinsam. Wir haben uns gemeinsam für eine Glasur entschieden und dann gemeinsam
dieses Brot gebacken. Und es hat etwas sehr Verbindendes gehabt. Und das Schöne war dann eben dieser Höhepunkt, wo wir alle gemeinsam symbolisch, rituell von dieser Skulptur gegessen haben. Verbindenden Elemente der Angewandten, die in den Werkstätten spürbar werden, aber auch in den Wissenschaften, in den wissenschaftlichen Seminaren und Diskussionen, die werden erweitert oder konzentriert im Festival erfahrbar. Wir haben heuer besonders viele Führungen angeboten, weil es uns sehr viel wert ist, auch ein breites Publikum anzusprechen und auch die Möglichkeit zu geben, dass die Studierenden selbst ihre Eindrücke geben über die Prozesse dahinter und einen persönlichen Einblick in die Abteilungen ins Studium geben. Abteilung Malerei, das sind hier die Studio Spaces, die halt auch von den Studierenden aktiv auch genutzt werden, also quasi so als Atelierräume auch genutzt werden. Und das, was hier jetzt für das Festival installiert wurde, ist halt quasi einmal dieser Gang, den vielleicht ein paar von euch auch schon gesehen habt. Also das ist eine Arbeit von, die Diplomarbeit von Milena Czernowski. Und in dieser Arbeit setzt sie sich mit der Emotion von Scham auseinander. Und ich würde euch einfach kurz einladen, die Installation einmal zu betreten. Also beim Festival haben wir einerseits Ausstellungen eben in den zentralen Universitätsgebäuden, aber auch Ausstellungen in der Stadt, sowie am Paulusplatz, in den Exposituren, die ja auch noch in der Stadt verteilt sind. Und ein Festivalprogramm, das an die Ausstellungen geknüpft ist, aber auch unabhängig davon Formate wie Buch oder Lesungen oder Konzerte oder Sound abbildet und anknüpfen an die Themen, die in den Ausstellungen vermittelt werden. To tell us why. Eine Litfaßsäule ist im Grunde ein sehr interessantes Objekt, weil es so eine Art Störfaktor im öffentlichen Raum ist. Und in dem Fall ist es eine Erweiterung des Ausstellungsraums von der Ausstellung Unsafe Spaces der Studierenden von Expanded Museum Studies. Das Museum kann auch breiter gedacht werden. Und in dem Sinne ist die Säule ein schönes Beispiel, weil es in den öffentlichen Raum direkt hineingeht und die Menschen damit direkt konfrontiert. Das Angewandte Festival hat die Kraft, gesellschaftspolitisch zu wirken. Man sieht in der Gleichzeitigkeit von den Neuerungen, die in der Mode, in der Architektur, in der Fotografie, in der Malerei diskutiert werden, sieht man einen Zusammenhalt, der in alle gesellschaftspolitischen Agenden hineinspielt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, weil das gibt uns auch die Möglichkeit, nicht nur zu reflektieren, zu kritisieren, sondern auch, und das ist ganz zentral, unsere Umwelt, unser Zusammenleben zu gestalten.